Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Emerald Projekt. Wir spielen heute den Stein. Ich wollte eigentlich Garen picken, aber die hatten alles bis auf Garen gepickt. Und mit Xin, mit Qiyana, mit Tristana, da kann ich nur den Stein reinpicken. Auch wenn ich tatsächlich dachte, dass sie jetzt in Mordekaiser reinkommt, weil die bräuchten eigentlich ein bisschen AP. Zumindest würde ich das an deren Stelle machen, um den Stein hart zu countern. Aber so ist das actually für mich auch sehr fein. Ich bin halt Stein. Er spielt sogar Conqueror. Das heißt, er kann unter Umständen nicht gut mit uns mithalten. Wir versuchen schon mal langsam aber sicher unser Grasp zu stacken, auch wenn wir es da gerade verkackt haben schon. Wir haben natürlich gerade schon wieder ordentlich Minion-Damage genommen. Das wollt ihr natürlich immer vermeiden, vor allem in den Early-Leveln. Wir kriegen hier unser Level 2. Ach Mann, ey, warum müssen die denn hier Top-Lane sein? Ich war mir so sicher, dass die Bot-Lane anfangen. Och Mann, es ist halt jetzt so belastend für mich. Ich hätte damit rechnen sollen, wenn er da so dumm spielt. Also sorry, aber das war einfach nur absolut dumm, wie er gespielt hat. Wie so ein Geisteskranker, ey. Haben wir nicht mehr wirklich Mana. Ich möchte eigentlich nicht, dass er wirklich da Leben regenerieren darf. Oh Mann, ey, ist es bitter. Ich weiß gerade nicht, ob er noch Flash hat. Hat er auch noch mal. Er wird executed, weil ich kein Damage mehr drauf gemacht habe. Ach Mann, ey, das ist hier alles gerade so belastend. Aber at least haben wir die Kill-XP bekommen. Es ist gerade auch so schlecht eigentlich, dass wir hier farmen. Weil wir keine Abilities haben, um die Wave zu pushen. Jetzt hackt die Wave halt richtig hart. Er wird schon wieder da sein wahrscheinlich. Ach Mann. Aber das war halt genau das, was ich meinte. Ich war mir nicht sicher, ob er noch Flash up hat. Und wenn er so wie da einfach Flash up hat, sind wir halt einfach dead. Er pusht tatsächlich direkt rein und geht nicht mal direkt Richtung Schuhe. Darum ist das vielleicht sogar ganz gut, dass wir uns zweimal Cloth Armor gekauft haben. Jetzt schon 130 Armor. Wenn der Kane vielleicht gleich hochkommen möchte, sollte das eigentlich ein Kill sein. Klärt auf jeden Fall erst die Krabbe. Was sind das denn für geisteskranke Leute, ey? Was geht denn hier ab, ey? Holy shit. Muss einmal resetten. Uns einfach Tabis kaufen. Alter, was hier schon wieder abgeht in dem Game? Ich habe schon wieder gar keinen Farm hier. Der Garen pusht die nächste Wave rein. Aber immerhin habe ich jetzt einen Kill bekommen und noch einen Assist. Muss man ja auch einfach mal sagen. Jetzt hat er Level 6 gehittet. Wir können die Wave gerade so noch annehmen. Aber können natürlich nicht freezen. Ich glaube, wir können ihn nicht fighten. Leider auch so ein bisschen Mana-Probleme. Okay, das war seine Ult. Wenn er so ein bisschen dumm in Tower Range laufen würde, ne, dann können wir ihn halt einfach ulten. Er kann uns jetzt halt einfach ganz easy hier zone von den Minions. Sollte auch nicht so viele Qs hier auf dem Poke benutzen, weil er hat einfach die Garen Passive. Er sustaint das einfach hoch. Wir müssen einfach gucken, dass wir die XP bekommen. Und wenn Kane hier oben hinkommt, können wir tatsächlich den auch töten. Vielleicht einmal eine kleine Q reinwerfen, dass seine Passive wieder weg ist. Jetzt haben wir auch wieder TP ab. Wie gesagt, wenn der Kane hier oben hinkommt, sehr schön. Oh. Ich dachte, ich flash noch schnell genug out of vision. Aber er hat Ult. Er darf das niemals fightnexen. Auch mal endlich eine fette Wave, die der Garen verliert. Ja, der wird jetzt natürlich auch gut mit Items wiederkommen. Ich habe sehr in CS gelitten. Ich habe 33 CS.
Er hat doppelt so viele CS wie ich. Wobei ich das mittlerweile ausgleiche dadurch, dass ich 2 Kills habe. Aber trotzdem, es ist nicht ganz so knorke. Die Iron Spike Whip. Warum baut er nicht die Boots einfach aus? Das ist so ein Power Spike für ihn. Aber am Ende des Tages soll es mich nicht interessieren. Gib ihm nochmal einen Stein in die Fresse. Wave pusht wieder zu mir hin. Theoretisch könnte Kayn sogar nochmal gucken für den Gank. Manchmal finde ich das dumm, auf welche Range die Dings geht. Barmis hier. Bauen auf jeden Fall Barmis zuerst, damit wir so ein bisschen Damage haben, wenn wir in ihm drin stehen. Ein bisschen sein Conqueror matchen da. Wenn wir unser Schild abhaben, können wir sogar eventuell gucken, ob wir ihn ulten. Er hat schon wieder Passive ab. Wichtig war, dass wir die Kombo durchbekommen, bevor er seine Q machen kann, um mich zu CC'en. Sehr schön, wir haben einen sehr starken Kayn. Ah, die Plate nehmen wir uns noch. Wir haben hier ETP. Actually können wir uns eigentlich sogar noch eine zweite Plate mitnehmen. Wir hätten sogar für die Wave noch stayen können. Aber ich möchte nicht bis uns unendliche greeden, vor allem weil wir jetzt Sunfire fertig haben. Wir müssen auf jeden Fall zur Top Wave hintipien. Könnten sogar auf Frozen Heart als nächstes gehen. Sehr schön. War ein bisschen bad gemacht von mir, weil ich da auch 2-3 Mal daneben geklickt habe. Muss mir das echt noch angewöhnen, mal mit dem guten Target Champions Only. Wir haben es zwar nicht gesehen, aber so schreiben wir ihm nochmal, oder sagen wir ihm nochmal kurz, dass er ein krasser Ficker ist. Immer wichtig, die Leute bei Laune halten, dafür ist der Chat da, nicht um zu flamen. Flame ist scheiße. Ich glaube, wir gehen aber trotzdem lieber Richtung Iceborne erstmal. Wobei das Mana echt schon nice wäre, so für Frozen Heart. Vor allem, wie gesagt, er hat Lethal Tempo hier, der Xin, dann der Garen sowieso mit seinem Attack Speed. Qiyana macht, glaube ich, mehr über Fähigkeiten tatsächlich, aber dann auch nochmal Tristana. Er wird jetzt auch auf jeden Fall eine Plate. Da hat er ein bisschen getrollt. Ist die Frage, ob das mein Flash worth ist? Ich sag einfach mal ja. Weil ich ihn gekillt habe. Xen ist gerade Botlane. Also wir pushen hier die Wave einmal raus. So, weil der Garen gleich wieder leben wird, resetten wir einmal ganz kurz. Der Turm sollte auf jeden Fall noch am Leben bleiben. Wir hatten echt ein roughes Early Game. Aber einfach, weil wir ein bisschen smarter gespielt haben als er, konnten wir uns wieder fangen. Natürlich die Frage, ob das immer wirklich smarter ist, was ich gemacht habe. Oder ob er einfach das ein bisschen schlechter gemacht hat. Ich bewahre mein TP jetzt extra auf, dass ich zur Not hier unten zum Team hinlaufen könnte. Der Garen ist Mist, der könnte wahrscheinlich zum Drake runterkommen. Blitzcrank kein Flash mehr. Es geht, würde ich da gerade nicht unten hingehen wollen. Weil ich mir dann jetzt den Turm einmal nehmen kann. Ich werde mal gerade den Control Ward hier clearen. Ich ein scheiß Grief, ey. So ein scheiß Griefer, ne? Wie kann ich das denn so hart verkacken da? Garen kriegt dafür den Turm und... Mann, ey. Wie kann ich das denn da missen? Ich bin gerade echt so traurig. Also alleine von denen kann mich eh niemand matchen. Höchstens, wenn Tristana mich kiten kann. Aber ansonsten sollte keiner mich auf der Sideline besiegen dürfen. War gerade noch ein bisschen traurig, dass ich meine Ulta gemisst habe. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass ich schön die Qiyana und den Dings hitten darf. Jetzt werde ich aber Frozen Heart gehen. Einfach nochmal ein bisschen mehr abfacken, die Leute. Kaufen uns aber den Mana Crystal hier einmal. Ist noch ein Red Buff. Ash läuft auch schon perfekt dahin. Sehr schön. Ist die Frage, darf ich den Garen fighten? Der geht sogar direkt auf Hullbreaker auch. Ich meine, logisch, ne? Mann, ey, ich kann dieses Spiel so nicht spielen. Es ist so fucking unplayable. Mann. Kriegen die wenigstens irgendwas dafür, dass ich da 2 Leute hatte? Kayn ist leider auch Mitte gestorben, oder?
Ach Mann, ich kann das ja easy gegen den Garen fighten. Wir müssen halt irgendwas dafür bekommen, wenn die 4 gegen 5, 4 gegen 3 da spielen. Oh Mann, nee. Ich bin gerade so traurig. Ja, aus dir wird Spiegelei gemacht. Liebe Kiana. Ich möchte ja nicht sagen, dass du ein scheiß AD-Champ bist und ich Malphite-Ult hab. Malphite bin. So, ihr scheiß Arschgeigen, ey. Das regt mich auf. Das Ding ist, Anivia sollte eigentlich einfach die Garen-Dings. Ah, der hat kein Smite. Okay. I don't care, Jungler dead. Das ist so big. Smite wieder ab. Oh, jetzt. Oh, okay, das ist ein kleines Desaster. Das ist ein kleines Desaster. Die den Nash bekommen haben, aber ich glaube, die haben niemanden mehr mit Nash. Weiß nicht, ob Garen zufällig zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Aber von Ash war das auch so ein bisschen hart kacke. Da einfach schreibt hier, Nash machen. Es gibt halt leider viel von denen, die den einfach stehlen können. Sag mal, alles nicht so einfach. Jetzt ist er auch noch da. WP, WP, WP. Thanks, Anivia. Holy shit, ey. Was können wir denn noch gehen? Gargoyles. Holy shit, dass wir das gerade machen durften. Also well played an diese Anivia, dass sie rein tippet und dass wir das noch so gut fighten können. Das war gerade hier oben so wichtig, dass ich einmal in den Busch gehe, dass ich meinen Passive Shield wieder abbekomme. Holy shit, ey. Holy shit, ey. Ich hab TP ab, wenn die da in der Mitte Quatsch machen wollen. Aber jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen Angst haben, dass die nicht hier sind. Wait, ich gehe noch einmal kurz back, kauf mir noch eine Cloth Armor. Leider nix zum TPen. Nice. So, ich werde mit der Ashe weiter pushen, dass wenn die Tristana da auftaucht, dass wir die töten können. Das wäre jetzt sonst ein bisschen unnötig, wenn wir tatsächlich alle dahin gehen. Und da mal mit hin. Exim trollt eigentlich so ein bisschen sein Team. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der Kane da gerade noch so easy stirbt. Schön, die Minions haben den Turm gefinisht. Sehr schön. Nur noch Kiana. Arr, scheiß Assassine, ey. Ich bin der Stein. Er wollte nochmal die Lulu töten. Okay, well played. Oh Mann, ey. War aber auch schon wieder ein bisschen anstrengend zwischenzeitlich. Kane hat auf jeden Fall da zwischenzeitlich sehr hart gecarried. Würde Anivia eigentlich auch gern für das oder für den Top-Lane-Play da honoren. Ich glaube, Kane hat ein paar mehr geilere Plays gehabt. Wobei man ihr natürlich auch hoch anrechnen muss. Sie war da so behind und hat trotzdem mit mir noch den krassen Play da gemacht. Aber der Kane. Obwohl, der hat reingechattet mal, als er das gemacht hat. War jetzt easy. Er hat vielleicht auch irgendwas reingechattet, aber weiß ich nicht. Do you like my positioning, Blitz? War das Ash? So, hat sie sich hinter Minions versteckt? Egal. Ist die Frage, ob man unbedingt reinchatten muss. Aber
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Most Damage. Das ist das, was zählt. Das sage ich auch nur, weil ich den habe. Sehr schön. Dann noch einmal hier ganz kurz die Runen angucken. 2100 Damage noch mit Grasp. Geheilt haben wir uns dann mit 1400. Hat uns das ein oder andere Mal auch gerettet. Ich glaube, hätten wir da den Sorcerer Tree genommen, wäre das nicht ganz so knorke gewesen. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.